Ich hasse diese Leute, die instant hier den Dings anmachen, ne? Keine Pre-Inker, kein gar nichts. Nimm hier ein paar Krokus mit. Man hätte wahrscheinlich auch noch einen größeren Pull machen können, tatsächlich, aber. Also, man sollte halt jetzt nicht alle auf einmal töten. Jetzt würde ich halt mal warten. Okay. Ah, okay, bewegungsunfähig, das ist natürlich immer ungünstig. Kann sie einmal wegnuken, dann können wir da hinten noch ein paar mehr Krabben machen. Oh fuck, ich bin so ein Shitter, echt. Ich habe eben mich vom Dings treffen lassen. Ich habe zu sehr auf den Ring geachtet und habe mich dann eben wegscheppern lassen. Na gut, die Krokus verringern halt meine maximale Gesundheit um ein gutes Stück, ne? Das merkst du halt schon. Nö, also jetzt so richtig ausrasten tue ich ja nicht. Holy. Na super, ich bin jetzt in dem Scheiß geroutet da drin. So bitter. Aber ich habe noch ein GS theoretisch. Ja, die Krokus da hinten würde ich jetzt stehen lassen. Live für Kuhn kann er jetzt halt schon ziemlich oft spammen, ne? Okay. Ah, schau mal, sind direkt zwei Sachen verkauft worden von mir. Sollte mal recken. Ich hab kein Ding, kein A. Ah, ich hab Ding wieder ready, ne? Inka. Weil die kleinen Viecher kommen. Ja, jetzt. Ich glaube, die haben mal, diese Viecher haben mal Necrotic hochgesteckt. Ich war ganz am Anfang in BFA. Das weiß ich noch. Das war der. Okay, auf mir ist es. Das war der allererste Key. Und da sind wir dann gleich einen 10er Key gelaufen in der ersten Woche. Und in der ersten Woche mit irgendwie, was waren das, 320er Gear oder was der hat. Das ist so richtig so Low Gear. Da war ein 10er, da war schon echt, also du bist halt durchgestorben, ne, quasi. Und da waren wir hier drin und der fucking Boss hier, diese Viecher haben den Necrotic gesteckt. Es war so eine Scheiße. Wir haben nur noch das Ding hin und her gespottet, rumgekitet. Es war ein Dreck ohne Ende. Also, das war so ein richtiger Dreck. Aber das haben sie mittlerweile auch rausgenommen.
Aber manchmal frage ich mich, ne, bei so Sachen, Necrotic und so, ob die ihre Sachen nicht testen, ne? Ob die nicht einmal da durchlaufen, weil bei so einem Boss, wo 10 Millionen Adds spawnen, da muss ich mir doch überlegen, okay, wenn die dich, also, ne, wenn die dich halt hochstacken, dass das halt echt richtig ätzend ist. Also ehrlich gesagt, der Damage haut mich jetzt nicht so um von denen. Wenn ich jetzt sehe, du hast hier Adds zum Cleaven. Der Hunter ist irgendwie bei 50k, obwohl wir HT gezogen haben. Weiß nicht, ob das was wird. Die musste machen, ja, dass der aufmachen kann. Okay, der Rogue ist schon mal durch und macht auf. Perfekt. Alter, der eine tut. Ach so, okay, die stacken hier Ding hoch. Krass. Kleinen Mobs stacken halt den Debuff hoch. Er soll mich erstmal hochziehen. Ich hab noch keine Explo ready. Alter. Heiler ist tot. Das ist jetzt suboptimal. Müssen mal die kleinen Mobs hier sterben. Heiler ist halt immer noch. Jetzt den Heiler wieder am Start. Ja, ohne Heilung ist das halt echt ein bisschen kacke. Hey, du wirst doch. Er meint, ob es besser gewesen wäre, das draußen zu killen. Ja, dann kannst du aber die Mobs halt nicht skippen. Sitzt der Heiler? Ja, ich glaube auch nicht. Vielleicht, wenn wir ein bisschen Turbo einlegen. Schauen wir mal, ob die hochstacken. Ich weiß es halt nicht. Nein, was drückt denn er das Ding hier? Was ist denn mit ihm? Wir kämpfen gegen 10 Mobs und er drückt den Pillar. Ist ja irgendwie ein bisschen komisch. Lass jetzt erstmal hier die Mobs wegmachen. Nein, nein, nicht töten, nicht töten. Okay. Moment, der Worry. Oh mein Gott, warum ist der Worry da reingerannt? Ja, das ist jetzt ein bisschen RIP hier. Keine Ahnung. Warum? Frage ich mich jetzt gerade. Passen die alle auf mich hier, diese Scheißviecher. Kackaugen. Wie ist denn der jetzt gestorben? Das Problem ist, die Leute rippen halt hier einfach alle random weg. Der nächste ist halt tot. Keine Ahnung. Was ist das für eine Shitshow?
Macht halt die Tentakel und interruptet sie. Das Problem ist, ich kann da mit dem Boss schlecht rangehen. Weil sonst ist halt hier alles vollgevoidet. Ich muss halt mit meinem Boss ein bisschen weggehen. Und sie müssen halt die Augen machen. Aber der, weiß ich nicht, wenn dann heilt sie der Heiler nicht. Ja super, wir haben keine DDs mehr. Ja, die ist die. Das bringt nichts, wenn du die LOS, die spawnen eh wieder. Jetzt habe ich den Boss halt hier hintergezogen und die DDs sind alle irgendwo anders. Sind jetzt wieder alle, ne, der eine Dude ist noch da hinten. Aber die wollen wir eigentlich gar nicht alle skippen hier, die Mobs. Muss jetzt halt leider immer ein bisschen weiter, bis der down geht. Ja, wir sind halt hier zu zweit, ne, zu dritt jetzt, der Heiler halt auch. Da ist jetzt halt alles zugewoldet. Ja, der Rock hat halt auch die Buffs nicht rausgeholt für uns. Der geht halt nicht, down. Ich muss halt immer weiterlaufen hier. Also ganz ehrlich, ich habe am liebsten Bock, jetzt einfach hier rauszuliefen, weil das macht halt einfach null Sinn, was die da veranstalten. Jetzt sind wir halt mitten in der Kacke drin, mitten in den Mobs hier. Haben die den da hinten geedit? Nee. Hat er wieder Mana. Oh fuck it. Alles zugewoidet. Wir haben jetzt halt viel zu viel geskippt, ne? So viel wollte ich gar nicht skippen. Jetzt weiß ich nicht, ob wir da am Ende noch hinkommen. Gut, wir haben jetzt am Anfang relativ viele Mobs gemacht. Ach, keine Ahnung. Ich laufe den Run jetzt halt einfach zu Ende, aber das wird wahrscheinlich nichts mehr. Wir haben halt schon fast die Hälfte der Zeit rum. Noch nicht mal die Hälfte vom Trash und sind noch nicht mal beim beim zweiten Boss. Gut, dass ihr die jetzt dazu gepullt habt. Die buffen wahrscheinlich auch alle hoch. Ja, tun sie. Mach halt. Das war halt jetzt einfach nur unnötig. Warum man den fünften Stack noch forcen musste, verstehe ich jetzt halt nicht. Hütet euch.
Na komm, ich zieh die Inka hier doch noch. Ein GS habe ich noch, ne? Alter. Ich dachte, mich kann ich mir vielleicht für später aufheben, aber ich hatte noch 14k live eben. Da war nichts mehr mit für später aufheben. Super, der läuft jetzt da hinten rein. Ah, der hat den Boss geedit. Heiler hat 35% Mana. Sehr schön. Vibe? Nee, nee, alles gut. Dann mal die ganzen kleinen Scheißmobs an die hacken. Wenn jetzt uns alle Stacks geben. Hätten wir vielleicht wegmachen sollen, hä? Ihre Stack, wunderbar. Ja, das hat den Rogue halt gekillt. Den hat sogar nochmal hochgestackt. Alter, der Rogue ist halt schon wieder, liegt schon wieder im Dreck. Er müsste ja hier spawnen, ne? Hä, wo ist... Hä, der ist... Ach, er released nicht hier. Alter, jetzt warte ich halt auf den Heiler und der eine geht halt rein. Okay, alles klar, da weißt du Bescheid. Wie viel haben wir denn? 69 Schild, desorientieren. Ja, wenn es nur irgendwas werden soll, dann müssen wir halt jetzt richtig speeden. Aber das wird halt nichts mehr. Ach, der eine kommt halt nicht.
Der eine ist am Auge des Verderbnis gestorben, ne? Der ist in seiner. Der ist quasi in seinem Ring stehen geblieben und wurde dadurch weggehauen, der Parler. Ach komm. Wenn ich halt low drop, dann kann ich halt nicht zu so damage greedy sein und drin stehen bleiben. Das verstehe ich halt jetzt nicht. Werde ich doch nicht zu mir, wenn der Flammenhit kommt. Haben wir denn 65%? Ich weiß, ich wäre halt gut, wenn man wissen würde, wie viel wir oben brauchen. Macht der Rogue das Ding auf? Stehen halt alle zusammen. Hier. Keine Ahnung, ob wir genug haben. Wahrscheinlich eher nicht. Also ich denke mal, wir werden nicht genug Trash haben. Wir haben halt unten einiges gemacht. Wir haben jetzt auch halt keine von diesen Buffs. Ach, warum lassen Sie mir nicht einfach das pullen? Ich frage mich das jedes Mal. Geht keiner von denen in die Kanone? Hast du da hinten diesen einen Dude, der da am Durchziehen ist? Ne, anscheinend. Na komm, scheiß drauf, dann zieh ich die Inke. Ich dachte, hauen die jetzt mit der Kanone weg, ne? Ja, das ist hier immer so, dass die halbe Inni mit einer Kanone geaddet wird. Es geht halt keiner von denen in die Kanone rein. Wenn ihr als Tank reingehst, ist es immer ungünstig. Ja, den. Hä? Der Hunter ist gestorben? Wie das? Ach, an Platzen ist er gestorben. Ah, in der Kanone. Na gut, wir haben jetzt nochmal ein paar Mobs. 83, vielleicht reicht's sogar. Weiß ich nicht, könnte sogar reichen.
Den einen da hinten hat er nicht erwischt. Aber sonst war es ganz gut. 92. Alter. Wie? Warum tragen die Fässer? Einfach durchbredeln. Einfach durchbredeln. Hütet euch. Ey, er trägt's gerade ins Feuer rein. Bro, lass es doch einfach liegen, wenn du nicht weißt, was du tust. Das Ding war halt safe gestanden und er hat's halt ins Feuer reingetragen. Manchmal, ne? Hütet euch. Alter, geh doch da einfach weg. Die Fässer. Er läuft halt ins Feuer rein. Geh doch da raus. Das wäre halt vollkommen egal gewesen, wenn das hochgegangen wäre. Das wären wir trotzdem hier noch safe gewesen. Hütet euch. Du kannst hier eigentlich zu 95% der Zeit einfach nur auf den Endboss auf den Boss hier durchboxen. Wenn du gut, manchmal ist es schon, wenn es unlucky läuft, so. Hütet euch. Dass du dann keinen Platz mehr hast, aber in allermeisten Fällen kannst du einfach nur durchziehen hier am Rand. Ohne dass du ein Fass wegträgst. Ich glaube, der Hunter meint es gut, aber das kostet uns halt eigentlich Schaden, ne? Ja, schon mal, er hat jetzt halt kaum Damage gemacht. Eieieiei. Eieieiei. Meinst du, das geht nicht? Müssen wir zum Endboss hoch? Na gut, 6 Minuten haben wir noch, ne? Vielleicht geht's doch noch aus. Das brauchst du vielleicht 2-3 Minuten für den Boss. Und dann haben wir jetzt noch, ne, nachdem wir getötet hat, 5%. Also die 2 großen musst du wahrscheinlich machen. Und ja, wahrscheinlich noch die kleine. Wenn du die runter zu den Kanonen ziehst, vielleicht geht das sogar. I don't know. Jedes Mal, wenn ich den Key, so ein toller Gorki mache, dann motze ich, dass ich das da oben hasse, weil ich das immer nie sehe, wo das dann einschlägt an dieser blöden Treppe. In der Ego-Perspektive. Aber naja. So, jetzt. Hier. Obwohl, da sieht man es einigermaßen okay sogar. Irgendwie ist die Treppe jetzt gefühlt heller als sonst. Naja.
Hütet euch. Hütet euch. Oh, da müsste ich... Stehe ich drin? Fuck! Ich dachte, ich stehe drin, aber anscheinend war ich nicht drin gestanden. So bitter. Darf jetzt nicht nochmal passieren. Okay, ich habe noch zwei Walls. Das nächste Mal wall ich einfach. Stehe ich jetzt? Aber da müsste ich da drin stehen, oder? Mit dem Bein. Das Problem ist, der Mittelpunkt von dem Bären, der ist, glaube ich, irgendwo hier. Oder ein bisschen weiter davor tatsächlich. Lieber mal noch gewollt. Man weiß ja nie. Weil ich kann halt auch nicht weiter hinterlaufen. Ich bin halt da ganz an dem Zipfel dran. Das ist dann echt ein Millimetergeschäft. Ich sehe halt null. Hier müsste ich safe sein. Ja, okay. Da müsste ich safe sein. Ich habe noch eine Wall reingehauen, ne? Habt ihr gesehen? Ich mir dachte so, vielleicht auch nicht. Alter, das wird vielleicht sogar echt nur In-Time hier. Wie viel bringen denn die 2, 2,5? Ja gut, die müssten eigentlich, da müssten wir genau fertig sein. Da müssen wir gar nicht mehr runter zu der Kanone ziehen. Seht ihr, da habe ich genau ausgerechnet mit den Prozenten hier. Hust, hust. Ich bin nicht einfach reingegangen, habe irgendwas gepult. Es hat sogar funktioniert. Geht sogar relativ gut aus, ne? Die bringen... Alter, Bro. Warum? Alter, okay. Die hauen halt richtig rein. Wenn wir jetzt sterben, sollten wir nicht... Hütet euch. Komm, der eine ist fast down. Hütet euch. Ja, schau, 2,25. Der bringt genau 2,25. Nee, das passt schon. Wir haben noch 2 Minuten. Wir haben das tatsächlich noch in Time gespielt, obwohl wir so einen Kack-Anfang hatten. Alter Schalter. Ja gut, das Ding brauche ich natürlich wieder nicht, ne? Das ist totaler Kies. Alter, bei dem Key habe ich geschwitzt, ich sag's euch, also, ne, nur bildlich, aber nicht wirklich, aber hier. Der Füße mit dem Sockel, die sind eigentlich gut, aber ich habe schon 370er. Oh, so, okay. Gut, das war's dann wieder mit dem Run. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.